Hallo und herzlich willkommen zurück leider beim neuen Fall von einem neuen Projekt, nämlich das Spiel heißt Journey. Ein paar Leute von euch haben gesagt, dass Flower so ein tolles Projekt war und ich dachte mir, dass ich vielleicht noch eine zweite Folge von Flower mache. Die habe ich auch gemacht, indem ich einfach alle Level aneinander gereiht habe und dann habe ich das letzte gespielt. Das Problem ist einfach nur, dass ich denke, dass das absolut langweilig für euch ist zum Zuschauen. Also ich habe es angefangen zum Schneiden und so, aber ich fand das selber ziemlich langweilig für euch, weil ich habe mein Gesicht nicht eingestellt. Ich habe halt nur die Level aneinander gereiht und kann mir daher gut vorstellen, dass das ein bisschen langweilig für euch wäre. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, was könntest du machen? Und dann habe ich mir die Idee gekommen, dass das Spiel Journey noch offen ist, also Reise auf Englisch. Und das Spiel Journey ist ein verdammt gutes. Ich habe das schon mal durchgespielt, vor über einem Jahr mittlerweile. Und ich bin echt ein sehr großer Fan von diesem Spiel. Das hat mich wahnsinnig berührt damals. Es ist, wie gesagt, eher ein Spiel für Chiller und Genießer und eigentlich gerade das Passende für einen kalten Winterabend draußen, weil ich spiele in einer wunderschönen Wüste und es hat so viel Platz für Interpretationen. Und ich denke, ich fange gar nicht lange an, Leute. Let's go! Beginne eine neue Reise. Und wo uns diese Reise hinführen wird, ich weiß nicht, ob es ein paar von euch kennen, aber es ist ein wahnsinnig schönes Spiel. Wenn nicht sogar eines der schönsten. Und ich bin leise. Und es kommt Sand vor. Eine Menge Sand. Unglaublich viel Sand. Also wenn ich in den Sand setzt, passt auf die Ritze auf. Just saying. Das Spiel ist wahnsinnig schön. Ich bin echt großer Fan von dem Spiel. Das sind Grabsteine oder sowas. Ich glaube, das sind sogar Grabsteine. Das sind wir. Das sind wir. Also der Typ, der sind wir. Das ist die Hauptfigur vom Spiel. Und witzigerweise, man steuert die Kamera genauso wie bei Flower. Und der Typ sind wir. Und jetzt stehen wir auf und chillen. Und es gibt in diesem Spiel nichts. Also das ist das Spiel, das ist es auch schon. Man ist der kleine Typ, was? Das Online-Spiel unterliegt den Nutzungsbedingungen von Journey. Okay, das ist schön. Das ist schön, danke für die Information. Und der sind wir da oben, da ist ein Hügel. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum Hügel hin. Und das Spiel ist echt, es kommt keine Action vor, obwohl es kommt dann kurzfristig Action vor. Aber es ist ultra schön, schaut euch mal der Typ an. Und wir haben so eine Robe, also das ist unser Bademantel. Und und ich würde sagen, wir gehen darauf zu diesem markanten Punkt. Es sind auch so Grabsteine. Und man muss sich überlegen, machen Grabsteine in der Wüste eigentlich Sinn? Welcher keiner? Oder es war davor wer da? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, man könnte da selber reininterpretieren. Und look at this! Das ist der Berg, wo wir hin müssen. Da führt uns unsere Reise hin. Ha! Gänsehaut! Okay. Los geht's. Und das ist so ein schönes Spiel. Das Spiel gehört in jede gut sortierte Computerspielsammlung. Und wir haben... Und das ist ein Haufen Grabstein. Und wir sind der Typ. Und was der Typ kann, ist... Der Typ hat genau eine Möglichkeit zu kommunizieren. Das da. Und wenn man es länger gedrückt hält... Dann kommt da sowas. Und das ist die einzige Möglichkeit... Das ist die einzige Fähigkeit von der Figur. Und wir müssen diese Reise absolvieren. Wir können ein bisschen was reininterpretieren. Wir können ein bisschen Gedanken machen. Das Spiel hier, sie sind lauter Grabsteine. Also ich denke mal, das sind Grabsteine. Weil es werden keine Eisstiele sein oder so. Ich denke, das sind Grabsteine. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass in dieser Warte mal, was ist da hinten? Ich wollte mal sagen, wir gehen da hin. Ich will nur nicht zu viel verraten. Ich will den ganzen Dings, dass wir nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Wir können uns aber ja Gedanken machen, warum wir Grabsteine sind. Und was wahnsinnig schön ist, ist die Musik. Ich habe mir sogar den Soundtrack bestellt. So, okay, da ist ein Glitzerding. Hallo? How are you doing? Und wir haben einen Schal bekommen.
Also ich kenne das Spiel schon, ich habe schon mal durchgespielt, aber schon länger her. Also ich kann mich an nichts mehr, an nicht alles erinnern. Aber ein paar Sachen. Und auf jeden Fall, wenn ihr seht, bei diesen Schalen, das sind so wie Schriftzeichen. Und wenn ich jetzt X drücke, dann kann ich fliegen. Und jetzt ist das Ding aber weg. Und diese Vorhänge, also diese, die, was das da rumfliegt, die Teppiche, ne? Die machen mir diese Zeichen wieder. Das heißt, wenn ich jetzt in Luft fliege, dann geht das aus und dann kommt das wieder und werde ich aufgeladen. Also die Dinge laden mich auf. Und also das heißt, wir können, somit können wir so rumsliden, so way, und wir können surfen, wir können surfen. So, okay, passt, wir gehen da rüber. Und wir, was wir, glaube ich, warte mal, wir gehen mal dahin, wir gehen mal zu diesem Teppich dann hin. Hopp, und jetzt, wo muss ich denn? Ich meine, man kann sich da eh nicht wirklich verlaufen, dahin zum nächsten Ort. Way, woo! So, und dabei können wir coole Rap-Musik machen. Ich gehe in den Wald und mir ist gar nicht kalt, aber wir sind ja nicht im Wald, wir sind in der Wüste. Dammit, reimt sich leider wieder nichts. Okay, ich glaube, wir müssen da runter. What the fuck, look at this. Look at diese ewigen Weiden. Und das, ich liebe dieses Spiel. Dieses Spiel hat, das ist so atmosphärisch. Und dieser Sand. So geil kann Sand sein. Wenn ich das gewusst hätte, wie schön Sand sein kann, dann hätte ich meine damals die Sandburg viel mehr genossen, als ich es heute tue. Was ist da oben? Ich glaube, ich hole mir das. Aber da sind ein paar Typen drin. Hallo, komm mit raus. Okay, ich kann sie, ich muss irgendwie rausholen. Also ich muss die Typen rausholen. Diese, da sind auch solche Typen drin. Ich weiß nicht mehr, wie ich die rausgebracht habe. So? Nee. Okay. Also ich glaube, ich muss darauf. Okay, passt. Gut, wir gehen darauf. Und das Besondere an diesem Spiel ist, in dieser gesamten Reise von diesem Spiel kann ein zweiter Typ joinen. Auf einmal ist ein Typ da. Lebe! Und eigentlich kommt es mir fast so vor, als könnte ich mit diesen. Ich kann Geräusche machen. Das ist meine Fähigkeit. Ich kann Lärm machen. Das kann ich in Wirklichkeit auch ganz gut. So. Und jetzt, watch out, people! So. Okay, wir fliegen. So fliegt man. Also die Typen, die lässt sich auch fliegen. Und das Besondere, ich hol mir das Glitzerding da. Ich möchte bitte ein Glitzerding haben. Und da hinten ist es zu gelb. Ich möchte das Glitzerding haben. Thank you, sir. Ich weiß nicht mehr, was es macht. Ah, ich glaube, das macht man in Schallänge. So, Leute, wir müssen darüber. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass in meiner gesamten Reise da quasi ein zweiter random dazu joint. Also ein zweiter Spieler kommt random dazu. So, das ist ein Altar. Das muss ich aktivieren, oder? Also ja, gut, passt. So, okay. Alright. Und jetzt chill ich mich am Boden. Und was ist das Besondere an diesem Spiel ist, und dass dieser Aspekt ist noch gar nicht aufgetaucht, ist, dass... Oh. Okay, es ist ein bisschen... Oh, Mama? Mama, is that you? Oh, sie hat mir auch Hallo gesagt. Also sie kann auch nicht reden, sie hat auch nur dieses... Und jetzt könnt ihr interpretieren, Leute. Das ist dieser Bergchen, was wir am Anfang gesehen haben, dort, wo wir hin müssen. Das sind... Sterne? Das sind Vögel. Und Papagei. Ich glaube, das sollen Pflanzen sein. So Pflanzen, Vögel, Papageien und Menschen. Menschen? Keine Ahnung, wer Menschen sind. Ich weiß nicht mal, ob wir Mann oder eine Frau sind. Und, ein Turm? Oder ist es Wasser? Weil jetzt sehe ich es nicht mehr. Das könnte Wasser gewesen sein. Also das Ding ist, meine Theorie ist, so blöd es jetzt klingt, Zivilisation. Weil ich meine, wir haben hier die Vögel, wir haben die Menschen, wir haben das Gras oder Bäume. Also es klingt nach Zivilisation. Und wenn ich mir die Wüste so anschaue, könnte ich mir schon gut vorstellen, okay, er will eine Zivilisation aufbauen. Vielleicht.
Genau. Und auf jeden Fall das Ding ist, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen will und was ich nicht kann, ist, dass hier in diesem gesamten Spiel ein zweiter Spieler joinen kann. Irgendwie random. Den kenne ich aber nicht. Das ist irgendein Typ, der gerade zur selben Zeit nichts anderes zu tun hat, als ich. Und das Spiel spielt. Und der kommt dann. Da hinten steht er! Da ist er! Da ist er! Look at this! Da ist mein Typ! Komm her! Scheiß auf die Teppiche! Da ist ein Freund von mir! Da! Schaut! Und das ist der Typ! Der spielt zur selben Zeit wie ich! Hey! Dude! Hello! Hello, Dude! Oh, der hat einen voll langen Schal! Der hat einen langen Schal! Das ist ja quasi ein Schwanzvergleich hier! Okay, und so Leute, das ist das. Das ist das Besondere an diesem Spiel. Und jetzt kann ich das sagen, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte, ist, mit diesem Typ kannst du nicht kommunizieren. Du kannst kommunizieren. Du kannst aber nicht mit ihm reden. Du kannst nichts schreiben. Du kannst nichts machen, außer dieses... Das ist das einzige Mittel zur Kommunikation. Und das ist eigentlich alles, was du brauchst. Das heißt, am Ende wird er das so richtig bewusst, dass das einzige Mittel zur Kommunikation das da ist. Und er weiß aber, was du meinst. Wenn du jetzt die ganze Zeit so machst, merkt er vielleicht, oh, du willst was von ihm. Und mit ihm, das ist eigentlich mein Gefährte, mit dem ich diese Reise in Anführungszeichen durchstehe. Und wenn es so sein soll, kann der Typ mir das ganze Spiel lang nachlaufen und nicht mit ihm und kann mit ihm diese Reise durchgehen. Wir wissen nichts voneinander. Wir haben uns noch nie gesehen, aber müssen diese Reise zusammen antreten. Und das ist echt ein sehr geiler Gedanke, Leute. Also ich weiß nicht, aber das finde ich ist... Das ist so schön eigentlich. Einen Typen, den du nicht kennst, mit dem was unternehmen. Das ist super. Also das ist wirklich super. So, jetzt, ich glaube da hinten, da wird mein Schal länger. Bei dem schillernden Ding da hinten. So, release the Kraken. Der will mir das, glaube ich, zeigen. Aber er kommt nicht rauf. Aber ich komm rauf. So. Und jetzt wird er es wahrscheinlich wieder nachmachen, oder? Ja, genau. Weil er es gesehen hat, wie smart ich bin, macht das jetzt auch. Okay. So. Aber ich mach die anderen dabei. Der Typ wäre der, der rumblödelt. Und ich sage, das ist schon, mach ich die anderen dabei. Oh, okay. Wir gehen da jetzt rauf und diese Teppiche bauen quasi wie eine Brücke. Ja, die bauen eine Brücke da. Die mir geholfen, das sind quasi auch Freunde. Ich glaube, das ganze Spiel hat eigentlich das Zusammenhalten, zusammenhelfen. Kann man vielleicht rein interpretieren, ist vielleicht gar nicht so abwegig. Komm, du bist live auf YouTube! Komm jetzt! Was macht der Typ? Komm jetzt! Ah ja, und was ich auch noch sagen kann, ist, dass man anhand der Robe, also dass die Robe, schaut euch seine und schaut euch meine an. Das ist eine schöne Art zu kommunizieren. Schaut euch seine Robe an und schaut euch meine an. Meine ist ja schon viel mehr Pimp. Seine ist noch nicht so Pimp wie meine. Und das liegt daran, jedes Mal, wenn du es durchzockst, wird deine Robe schöner. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, wie oft ich durchgezockt habe. Ich glaube, ich brauche nur noch einmal durchzocken und dann bin ich fertig. So, na komm, komm mit. Und jetzt noch, anscheinend, das ist sein erster Run. Also ich habe quasi die Ehre, mit ihm das Spiel durchzuzocken. Komm, komm, Mister, wir müssen da rauf. Komm, Mister. Wo bist du? Komm. Wie nenne ich ihn? Oliver. Oliver, nein, Oliver ist... Oliver ist gut, Oliver ist gut. Oliver, komm. Oliver. Oliver, what are you doing, man? Und ich kann jetzt entscheiden, ob ich alleine weitergehe, ohne ihn. Oder nicht? Ich meine, weil der Typ macht ja nur Blödsinn. Komm, Tür, ich bin da oben. Okay. Und das ist der Soundtrack, den ich so liebe in diesem Spiel. Hör dich den Soundtrack an. Okay, wir surfen am Vorhang. Das ist so awesome. Das ist so eine gute Idee. Oliver, kommst du? Ah, da ist Oliver. Oliver, ich warte auf dich. Ich weiß nicht. Der, wie gesagt, ich glaube, das Spiel ist zum ersten Mal durch. Oder zum zweiten Mal schon. Weil ich sehe, unten am Rand hat er schon so ein Ding. Das hat man ja, glaube ich, auch nicht am Anfang. Weil sonst, vielleicht weiß er gar nicht, dass ich eigentlich ein Spieler bin. Okay. Komm, Oliver. Über den Weg von uns.
bei der Reise vor uns. Und ich sage euch eins, Leute, wenn ihr das Spiel, wenn ihr das Spiel in Anführungszeichen durchhält, freut euch drauf, ihr werdet es, ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. So, und den schieben wir uns nebeneinander hin. What's up, Oliver? What are we doing? So, Oliver, wir gehen zu Mama. Es gibt Kuchen. Hallo, Mama. Oder ist from my, I don't know. Aber die ist überall, sagt man. Oh, Frau Meier ist weiß. Und die Mama. Okay, es geht weiter mit unserer Geschichte. Oh, okay, also jetzt ist der Start. Wir haben Start. Wir haben quasi eine. Also jetzt bauen sie eine Start auf. Oder nee, oder ist das unser Weg? Weil das waren ja wir. Also das war nicht diese Brücke, das war der Teppich. War das ein Zug? Okay, nee, es ist doch Zivilisation. Also es ist anscheinend ein Zug. Und eine Stadt halt und Leute und Bevölkerung. Es ist ein super schönes Spiel. Es ist herrlich. Und der nächste Part wird noch herrlicher. Okay, Leute, das war's mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, würde ich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Tag. Das Spiel ist echt ein wunderschönes. Und ich sage jedem von euch, dass das Spiel echt eine sehr interessante Erfahrung ist. Für jeden Zocker, der es noch nicht kennt. Es ist mittlerweile schon ein bisschen älteres Spiel. Aber wenn du es nicht kennst, dann machst du echt eine Erfahrung, die du nie vergessen wirst. Und vor allem von Level zu Level. Ich sag nur eines, das ist das letzte Level, einer der schönsten Momente in meiner Videospielgeschichte, was ich bis jetzt erlebt habe, war. Gebt dem Spiel eine Chance, freut euch auf den zweiten Part, weil der zweite Part wird schon wahnsinnig schön. Wir sehen uns beim nächsten Part. Also Leute, 3, 2, 1, ciao! Nein! Ludwig ist klar! What the fuck, was ist jetzt los? Oh, ich muss ausweichen. Okay, Leute, werde ich raus. Kein Problem. Unas Problemas. Ich hab Hunger. Warum? Oh, stammit, goddammit. Okay, wie? Oh, das! Yeah. I gonna kill that bitch. Oh, der Typ, der schickt nach Fisch. I don't like fishy people. I don't come. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Okay, I'm ready. Was jetzt? Oh, Zettel. Okay, Leute, we gonna do this shit. Okay. Wir müssen jetzt diese Skelette einsammeln. Schneller!